Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded 2. So, ich hatte gerade schon eine Aufnahme, allerdings, ja, ne? Es war ein bisschen blöd, sage ich mal. Wir müssen jetzt erstmal schlafen gehen, bevor wir dann nochmal mit dem Piratenkapitän reden. Leider gehen wir in diesem Part wahrscheinlich noch nicht auf die neue Insel. Ihr werdet gleich sehen, warum, ne? So, erstmal hier hoch, dann können wir hier in aller Ruhe schlafen. Zack, wunderbar. Ich habe jetzt auch rausgefunden, man kann hier ohne Beschwerden einfach runterhüpfen. Da habe ich im letzten Part einfach komplett unnötig das ganze Gehampel gemacht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Und zwar, ne? Wie macht man sich denn nochmal... Oder beziehungsweise habe ich denn hier noch überhaupt eine behinderte Kack, nee, ich suche ein verdammt, dann, ach Mann, nee. Weil ich brauche hier nochmal einen Speer, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der ging. War das nicht einfach Holz und Stein zusammen? Weil gleich wird es ein bisschen heftig. Ich würde mir auch gerne noch eine Flitsche machen, aber das geht leider nicht, weil ich keine Nianen habe. So. Gut, der rein damit. So, hervorragend. Gut, mehr brauchen wir auch nicht. Wir könnten nochmal was trinken gehen und gleich nochmal was essen. Weil jetzt wird es gleich ziemlich hart. Das muss ich vorweg schon mal sagen. Tut mir leid. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Ach Mist, jetzt habe ich noch was vergessen. Naja gut, wir kommen ja auf dem Rückweg zum nochmal am Lager vorbei. Vor allen Dingen müssen wir noch was essen. So. Puh. Nur mal kurz hier was machen. So, hervorragend. Ich brauche nämlich hier mal meine Aufnahmegeräte nebenan, damit ich auch sehe, ob ich nicht übersteuere. Und zwar, Bären haben wir noch. Okay, aber wir brauchen noch diese Karte hier und einmal diese Schaufel. So, können wir essen. Wunderschön. Und jetzt auf zum Piraten. Oh Mann. Und jetzt... Wir können leider mit dem Piraten nicht direkt auf eine Insel segeln, sondern wir müssen vorher noch für ihn was tun. Und ihr werdet gleich sehen, was. Das ist an sich kein Problem, aber es ist doch ein Problem. Na, weil das ist ein bisschen hart, das, was wir für den Opa da tun sollen. Steht natürlich hier hinter dem Baum, sieht man jetzt nicht. Da unten steht er. Gut. Kapitän Holzbein. Oh, da bist du ja. Ich hab noch ein... ich hab das Geisterruderboot ausfindig gemacht und alles für die Reise vorbereitet. Von mir aus können wir ihn sichern. Harr! Gib mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Jawohl, los geht's. Ah, halt! Mir ist gerade noch was eingefallen, Harr. Auf dieser Insel habe ich doch noch Gold deponiert. Drei Säcke, welche in drei Verstecken leben. Grab die noch schnell aus. Wäre ja sonst total schade um die. Na gut, wo sind sie? Ach ja, ich zeichne diese rasch auf der Karte ein. So, ha, und nun los. Gut, ja. Der gute Piratenkapitän, ich kenne jetzt die Position von dem Verstecken schon, möchte halt, dass wir noch seine Schätze sozusagen... Nein, hier gibt es nichts, jetzt finde ich nur einen dummen Kiesel. So, nee, möchte halt noch, dass wir seine Verstecke mit Goldsäcken drin finden. Und leider ist der Piratenkapitän so blöd gewesen und hat vergessen, uns zu erzählen, dass diese Verstecke bewacht werden. Ne? So.
Und gleich gibt mir da einen Gegner, sag ich mal, der ordentlich aufdreht. Beziehungsweise ein Gegner wäre ja noch in Ordnung, ne? Die sind, der wäre nicht schlimm, aber da kommen mehrere von diesen Gegnern, ne? Und die gehen ordentlich ab. Hier war das erste Versteck. Ah, eine brennende Schildkröte. So, der ist. Ohne Witz, Mann. Ja? Das ist ja ein schlechter Scherz, ne? Das ist ja einfach nur ein schlechter Scherz. So. Und jetzt beim zweiten, da werde ich vorher nochmal zwischenspeichern, weil das ist ziemlich hart, ne? Gut. Jetzt habe ich den Part und vielleicht kriege ich dann doch alle drei Quests in ein paar. Weil gerade war ich bei der Szene hier bei 9 Minuten, wo ich jetzt darüber laufe, aber jetzt bin ich hier bei 6 Minuten. Also nochmal 3 Minuten gespart. Es ist halt immer so, wenn man weiß, was Sache ist, ne, dann kann man durchrushen. Aber ich versuche, nichts Wichtiges auszulassen, so dass ihr trotzdem alles versteht. Ja? Gut. Das ist dort hinten. Also noch ein ganzes Stück weiter. Können wir uns nochmal die schöne Insel anschauen. Ah, diese sehen wir wahrscheinlich in diesem Part. Vielleicht noch im nächsten ein bisschen. Aber trotzdem, das sind jetzt die letzten Augenblicke auf dieser Insel. Und die würde ich dann schon gerne genießen. So, hier ist das zweite Versteck. Ich speichere davor unbedingt nochmal, weil das ist... Jetzt wird's hart. Ein Krallenäffchen. So. Und jetzt nimmt man diese Speere hier in die Hand. So. Oh, wunderschön. Ohne Witz, die waren letztes Mal so hart. Ich bin hier tatsächlich dran verreckt. Aber jetzt mit den Speeren ging die total leicht. Das ist... Ah, wunderschön. Gut, jetzt gehen wir nochmal kurz ins Lager vorher, machen uns neue Speere, weil, wenn ihr seht, der eine war hier das Kreuz, der andere war hier das Kreuz, hier unten, da kennen wir ja schon die guten Kollegen, welche da gleich ankommen, das sind die Löwen. Und diese Löwen, die, nun gut, haben wir im letzten Part festgestellt, sind ein wenig heftig, ne? Dann werde ich mir nochmal unbedingt neue Speere machen. Allerdings brauche ich dazu natürlich dann wieder meine Hacke kurz hier, meine Spitzhacke. Und die nehme ich kurz in die Hand. So. Und dann mache ich mir gleich noch was zu essen, dass wir ein bisschen Gesundheit regenerieren. So, Stein. Wir brauchen ganz viele Steine wieder. So hervorragend. Gut. Das reicht dann auch erstmal. Hoffentlich an Speeren. Die bereiten wir mal alle zu hier. So. Wunderschönes Geräusch auf den Ohren. So hervorragend. Das hier können wir auch nochmal zubereiten. So, die Kieselsteine tun wir mal hier rein. Die Spitzhacke jetzt auch wieder. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Genau so wie dieses Leder hier. Und diese Zähne hier. Die sind auch erst einmal alle unnötig. Den Proviant nehme ich aber noch mit. So, schön. Gut, dann hole ich mir jetzt von hier oben noch die letzten paar Steinchen ab. Beziehungsweise den letzten Stein. Machen wir noch ein paar neue Speere und dann sollten wir... Weil die Affen haben wir jetzt gut erledigt bekommen, muss ich sagen. Die habe ich beim... Da habe ich beim letzten Mal viel, viel länger für gebraucht. Das war echt nicht witzig. So. Juhu! Oh nein, ich wollte keinen Hammer, Mist. Das geht nicht.
Na verdammt, jetzt habe ich mir noch einen zweiten Hammer gecraftet. Naja, macht nichts. Nee. Legen wir den eben nochmal kurz hier rein. Das war jetzt ein bisschen doof. Okay, eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt wird es leider wieder dunkel. Ich speichere natürlich nochmal hier. Dann kämpfen wir eben im Dunkeln gegen diese Löwen. Ich schleiche mich mal von außen an. Vielleicht bemerken uns die guten Löwen dann nicht. Da können wir hier nochmal ein Schlückchen trinken gehen, ne? Ist auch ganz fein. Aber im Dunkeln sollte das hier eigentlich erstmal nichts machen. Außer, dass unsere Müdigkeit natürlich ein bisschen hoch geht. Ah, komm, egal. Ich habe den Finger schon auf der 3. Einfach nur, damit ich die Löwen direkt angreifen kann. Ja, wie es scheint. Alter! Kollege, wie OP. Diese Speere sind ja heftig. Ja, was ist das hier? Tretminen! Selbst die Kacke vom Löwen ist gefährlich. Nee, gut. Das war ja einfach jetzt hier. Jetzt hier hinten wieder hin. Hier war ich nämlich noch nicht, weil ich an den Krallenaffen gestorben bin. Zack. Oh, eine Weinrebe. Nun gut. Ach komm. Diese Tretminen. Dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Obwohl, wisst ihr was? Wir können auch hier schlafen. Scheiß mal drauf. Haben wir hier sämtliche Gegner auf der Insel kaputt gehauen. Denkste? Aber sonst so. Ne? Wo war jetzt die Weinrebe? Hier. Kann ich die ausgraben oder so? Fantastisch. Ja, was denn? Oh Gott. Ach so, löscht man Item. Ja, jetzt habe ich sie eben kaputt gehauen. Na, macht ja nichts. Ich speichere jetzt mal nicht extra für den Grund, falls ich diese Werte Weinrebe noch benötige. Leider kam da auch nichts raus. Ich dachte halt, wir können die jetzt abbauen, aber dem scheint nicht so. Gut, dann geht's jetzt ab zum Piraten. Vielleicht ein bisschen Überlänge. Lol. Warum haben wir jetzt so wenig Gesundheit? Das geht nicht. Ach, wahrscheinlich, weil wir da durch diese Dinger gelatscht sind. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Gut. Reicht schon. Puh, dass wir da jetzt nicht gestorben sind, das wäre richtig blöd gewesen. Aber jetzt auf zum Piraten, der sollte uns hoffentlich jetzt mit seinem Bötchen fahren lassen, jetzt wo wir den sozusagen den Wegzoll für den Fährmann haben. So, der steht natürlich wieder am anderen Arsch der Welt, ne, ist klar. Warum sollte er auch in der Nähe stehen oder zu uns kommen? Nein, wir müssen zu ihm kommen mit seinem Zeug. Er will einen Papagei von uns, er will Gold von uns, ne? Müssen wir ihm alles bringen. Aber dafür können wir auch mit der auf die neue Insel fahren. Ja, wunderbar, mein wertvolles Gold. Ja, hahaha. Ich hoffe, du hattest nicht allzu große Probleme mit den ja, gruseligen Flüchen, die auf den Verstecken lagen.
Ich habe sie dir verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass du das Zeug ja nicht für mich ausgraben würdest. Oh, oh, oh. Aber offensichtlich lebst du ja noch. Ah, von mir aus können wir jetzt los. Hm, nein. Was soll bitte eine Weinrebe für ein Fluch sein? Dann können wir auch so. Naja, Wein macht einen betrunken. Haha. Ah, toll. Mhm. Da hingen aber gar keine Trauben dran. Was stellst du mir denn für Ansprüche? Ich bin nur ein Pirat und kein Hexenmeister. Die Weinrebe hat einen symbolischen Wert. Ja. Und die Schildkröte? Was ist mit der Schildkröte? Die brennt und tut einem nichts. Das stimmt allerdings. Wie blöd bist du eigentlich? Stell mir folgendes Szenario vor. Ein Löwe wittert das Gold. Ein Löwe. Mhm. Und versucht es auszubuddeln. Gräbe es die brennende Schildkröte nicht, wäre das Gold futsch. Aber so wird der Löwe das Gold fallen lassen, weil er die Schildkröte fressen möchte. Da diese aber in Flammen steht, würde er sich dabei teuflisch das Maul verbrennen. Resultat, das Gold ist sicher, der brennende Schildkröte sei Dank. Ja. Okay, aber die Äffchen. Wow. Hä? Laber doch keinen Rotz, Harr. Der Krallenäffchenfluch war eine reine Verzweiflungstat. Mir ist einfach nichts Sinnvolles mehr eingefallen. Okay. Jawohl, und jetzt fahren wir. Ich habe noch zwei Ohren, was verglichen mit meinen restlichen Körperteilen ein verdammt guter Schnitt ist. Und, ja stimmt, dein Holzbein. Und das sollte bitte so bleiben. Also schwafen Sie mir nicht ab. Gut, gut, fahren wir. Ich wollte eigentlich noch Werkzeug aus der Kiste holen. Verdammt. Ja, tschüss, Piratenkapitän. Da will man einen Schatz ausgraben und dann sowas. Ein Pirat. Jetzt hatte mich hier auf eine andere Insel gebracht, aber ich habe noch nicht die geringste Ahnung, was ich hier soll. Das werden wir auch erst im nächsten Part herausfinden. Positive Wertung, Kommentar nicht vergessen. Ja. Ich bleib da mal hier, soweit unter dem Ding steht. Ach du lieber Himmel, da ist was im Wasser. Okay, gut. Positive Wertung, Kommentar nicht vergessen. Da ist tatsächlich ein Hai im Wasser. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Diesen Part haben wir einiges Spannendes erlebt. Eine schöne Schatzsuche und ein paar tolle Kämpfe. Zum Schluss sind wir dann auch noch auf die neue Insel gesegelt. Die haben wir jetzt ein bisschen gesehen, aber nicht zu viel, da ich die Überraschung für den nächsten Part nicht verderben wollte. Gut, dann würde ich mich jetzt noch über eine positive Wertung und einen Kommentar freuen. Ihr könnt jetzt hier noch auf eines der anderen Videos klicken und dann sehen wir uns auch in einem der anderen Videos wieder. Tschüss!